Hallo, ich bin der Vogelfreak und in diesem Video geht es darum, was du beachten solltest, wenn du die neue Wellensittiche anschaffen möchtest. Grundlegend solltest du dich erstmal vor dem Kauf der Vögel über die Wellensittiche informieren. Also, was solltest du bei der Haltung beachten, was fressen Wellensittiche und ja, was für einen Käfig brauchst du? Zu den Themen Nahrung und Einrichtung habe ich schon mal Videos gemacht, kannst du gerne angucken, wenn du darüber noch was erfahren möchtest. Viele Vogelkäufer fragen sich vor dem Kauf, wie viele Wellensittiche man halten sollte und welche Geschlechterkombinationen gut zusammenpassen, ohne dass man Nachwuchs bekommt. Ja, das sind mehrere Fragen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Anzahl der Vögel an. Und da ist die Regelung eigentlich, je mehr, desto besser. Wellensittiche sind Schwarmvögel und dadurch ist Einzelhaltung keine Option. Für eine Wohnung sind 2 bis 4 Wellensittiche oft am besten geeignet. Das müsst ihr einfach gucken, je nachdem, was für euch am besten ist. Zum Thema Nachwuchs. Wellensittiche bekommen normalerweise keinen Nachwuchs, wenn sie auch keine Nistmöglichkeit haben. Wellis sind Höhlenbrüter, also guck einfach, dass die keine Bruthöhle irgendwo bauen können. Kommen wir zu den Geschlechterkombinationen. Es ist ein Unterschied, ob ihr 2 Wellensittiche haltet oder 4 oder noch mehr. Gehen wir erstmal darauf ein, was die besten Kombinationen für 2 Wellensittiche sind. Im Großen und Ganzen sind 2 Weibchen eher umstritten. Die können sehr schnell Streitigkeiten bekommen, vor allem wenn beide brutreif sind. 2 Männchen hingegen passen sehr gut zusammen, die bilden Freundschaften untereinander, auch in größeren Schwärmen. Aber mit das Beste ist eigentlich ein Pärchen, also ein Männchen, ein Weibchen. Die beiden ergänzen sich super und da hat man einfach ein gutes Gespann. Ja, wenn ihr mehrere Vögel haltet, dann ist eigentlich eine gleiche Anzahl von Hähnen und Hennen, also von Männchen und Weibchen, mit das Beste. Oder eben, dass ihr darauf achtet, dass immer mehrere Männchen mehr im Käfig sind als Hennen. Dann solltet ihr, bevor ihr den Vogel kauft, auch gut was anschaffen. Einmal braucht ihr Futter. Wie gesagt, habe ich ein Video dazu gemacht. Käfig inklusive Einrichtung, also Stangen, Näpfe, etc. habe ich auch ein Video dazu gemacht, beides auf dem i. Dann Bodenbelag. Da gibt es Sand oder Holzgranulat, was so eigentlich die beiden besten Optionen sind. Gehe ich auch in dem Video von der Käfigeinrichtung auf ein. Dann mehrere Landemöglichkeiten im Zimmer für den Freiflug braucht ihr und Spielzeug. Wenn ihr das alles gekauft habt, dann könnt ihr euch damit auseinandersetzen, wo ihr euren Wellensittich kauft. Und das sind eigentlich die 3 Optionen, entweder Zoogeschäft, Züchter oder Tierheim. Im Zoogeschäft ist die Haltung oft nicht artgerecht, also meistens sind die in einem sehr engen Käfig. Das habe ich auch selber schon oft gesehen. Würde ich es euch nicht zu raten, außer ihr sagt, ihr wollt unbedingt einen Vogel aus einer Zoohaltung retten. Meiner Meinung nach sollte man am besten einen Züchter suchen oder eben wellensittig jemanden abnehmen, der seine Vögel loswerden möchte. Aus irgendeinem privaten Grund gibt ja da verschiedene. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Internetseite deinetierwelt.de. Habe ich einmal unten in der Infobox verlinkt. Auf der Seite kann man dann Kontakt mit Vogelzüchtern oder auch Vogelhaltern, die aus irgendeinem Grund ihre Vögel nicht mehr halten können, aufnehmen, die halt bei ihm in der Nähe sind. Dann kommen wir zu der Abholung und da solltest du auf folgende Dinge achten. Erstmal, was für einen Eindruck macht der Käfig von dem Verkäufer auf dich? Ist der Käfig irgendwie unnormal dreckig, dann kann es auch sein, dass die Wellensittiche krank sind. Also da solltest du dann auch nochmal zusammen überlegen, ob du da einen Wellensittich mitnehmen willst. Oder ist der Käfig zu klein, also sind zu viele Vögel auf einem sehr engen Raum, dann kann der Wellensittich Sozialstörungen haben. Also auch da nochmal überlegen, ob das dann Sinn macht. Der zweite Punkt wäre, dass du guckst, ob sich wellensittich Pärchen bei dem Verkäufer gebildet haben. Ja, weil so ein Pärchen solltest du nicht auseinanderreißen. Beide Vögel würden da echt trauern und es wird auch schwer, dann den Vogel bei ihren Schwarm einzugliedern und mit dem irgendwie einen Schwarm aufzubauen. Einfach weil er sein Freund, Freundin, etc. vermisst. Dritter Punkt wäre, dass du versuchst einzuschätzen, ob die Vögel gesund sind. Ja, so ein paar Tipps, auf was du achten könntest, wäre, ob das Gefieder glatt ist, sind da Lücken drin, sind Federn ausgerissen. Dann ist die Kloake sauber. Oder ja, sind Risse auf der Nasenhaut, sind Nasenlöcher oder Augen verklebt? Nimmt der Wellensittich Kontakt zu anderen Vögeln auf? Und auch was man gut nochmal drauf achten kann, ist, wie leicht lässt der Vogel sich fangen? Wehrt er sich? Beißt er? Versucht er abzuhauen? Oder sitzt er einfach nur da und lässt es über sich ergehen? Wenn du dir unsicher bist, dann gebe den Wellensittich einmal zum Tierarzt, direkt nach dem Kauf oder ein paar Tage danach und lass ihn einmal drüber gucken. Und zu guter Letzt kommen wir dann noch zum Transport. Wie transportierst du am besten deinen Vogel in sein neues Heim? Am allerbesten eignen sich dafür diese Transportboxen. Ich habe hier mal ein Bild davon eingeblendet. Alternativ kann man aber auch nur einen Karton mit Luftlöchern nehmen. Die meisten Vogelverkäufer finden bloß diese Transportboxen deutlich, deutlich besser. Ich polster meine Transportbox immer mit einem Handtuch oder einem kleinen Waschlappen aus. Einfach, dass wenn der Wellensittich während der Fahrt aus irgendeinem Grund von der Stange vielleicht nicht gehalten kriegen. Manchmal ist es ja so, dass man im Auto mal scharf bremsen muss. Und zusätzlich nehme ich nochmal ein Geschirrtuch mit, was ich dann über die Transportbox lege. Einfach damit das Sichtfeld vom Wellensittich, wenn er dann in der Transportbox sitzt, ein bisschen eingeschränkt ist.
und notfalls, wenn für ihn alles viel zu stressig ist, man das Tuch ganz zuklappen kann, sodass es da drin dunkel ist und der Wendy einfach besser zur Ruhe kommen kann. Ja, während der Fahrt ist es wichtig, dass du die Box ruhig hältst und auf der Fahrt sollte auch ja, maximal 30 Minuten gehen. Wenn ihr zu Hause angekommen seid, stellst du die Box auf den Käfigboden und öffnest die und lässt die Wellen sich in Ruhe raushüpfen. Hier gibt es zwei Extreme und irgendwas dazwischen wird passieren. Entweder die Wellensittiche flattern, sobald du die Box hast, direkt ganz panisch und aufgeregt aus der Box raus. Das sollst du gefasst sein. Aber es kann auch einfach sein, dass die Vögel da relativ lange drin sitzen bleiben und erstmal gucken und erstmal klarkommen müssen, wo sie jetzt sind. Was lange dauert. Meistens ist irgendwie was dazwischen. Aber auf beides solltest du eingestellt sein. Und ja, gib dem Vogel die Zeit rauszukommen oder guck, dass der halt, wenn er da panisch rausläuft, hat sich nicht verletzt. Wenn du schon Wellensittiche bei dir aber im Käfig hast, dann musst du, bevor du die Transportbox bzw. bevor du die Wellensittiche in den Käfig tust, deine neuen Vögel erstmal an die, die eben schon im Käfig sind, gewöhnen. Ansonsten kann es echt schnell zu Stress kommen. Zu dem Thema will ich noch ein Video machen, weil, ja, wie ihr vielleicht jetzt gesehen habt, ich habe mir jetzt neue Wellensittiche geholt. Ich bin jetzt in der neuen Wohnung und da kommen noch welche dazu. Und dann werde ich dann auch nochmal ein Video dazu drehen. Bis dahin hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass es euch weitergeholfen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da und ich sag mal, bis dann.